Hallo ERC-Freunde, willkommen zum Aufbau, heute das Unboxing vom Tamiya TT01 Typ E Bugira Fat Fox. Ich habe es im vorigen Fahrplanvideo schon angekündigt, August ist da, LKW ist da. Ich würde sagen, wir machen das Package einfach mal auf. Ich habe mir das Paket gekauft mit gleich dem passenden Kugellagersatz, da der eben von Haus aus mit Gleitlager geliefert kommt. Und meine Erfahrungen vom TT02 eben mit richtigen Kugellagern da bessere sind. Was mir an der Geschichte ganz gut gefällt, ich sage jetzt mal an den Tamiya-Bausätzen, ich hole ihn mal noch mal ein bisschen näher ran für euch, schon mal ein bisschen so immer die Aufmachung. Ja. Also der Verpackung kann man schon immer ein bisschen viel Information einfach entnehmen, auch als Einsteiger, ziemlich freundlich. Man hat so die Grundinformationen rund um das Chassis. Hier ist eine Beschreibung, welche Teile denn noch separat benötigt werden. Bei dem Bausatz ist der Motor und der Fahrtregler mitgeliefert. Das heißt, es fehlt noch die Funke, Akku, Ladegerät, Fahrtregler, Empfänger und der Lenkservo. Aber alles kein Problem, weil ich habe alles da. Ich gucke noch einmal rum. Im Prinzip, wie gesagt, meines Erachtens ein ziemlich schönes Design. Packe ich immer wieder gerne aus. So, dann gucken wir doch mal rein in die gute Kiste. Da ist es. Fangen wir klassisch an. Ich stelle mal die Kiste hier rüber. Die Karosserie. Und auf die bin ich gespannt. Wie gesagt, absolute Premiere für mich, einen LKW. Habe ich so noch nie gemacht. Und ja, wir werden sehen. Jeden, der es interessiert, wie es weitergeht, bleibt auf jeden Fall dran. Ich mache um den Fat Fox ungefähr eine Serie von circa 4 Videos, denke ich. Wir starten jetzt heute mit dem Unboxing. Ganz klassisch. Antriebsteile mitnehmen. Sieht für mich aus wie Lenkungsteile, Hauptzahnradabdeckung, Akkuhalter, wahrscheinlich die Mittelsäule fürs Chassis. Differentialgehäuse, C-Hubs, Reifenmitnehmer. Und das Coole für mich irgendwo, ich kenne wie gesagt Tamiya-Bausätze schon von meinem alten Modell, die Ersatzteile oder die Teile generell kommen immer im Blister. Das heißt, auch die wollen immer alle schön erstmal ausgezwickt werden. Das heißt, die Teile sind selten, sage ich mal, so lose dabei, sondern meistens eben in sogenannten Blistern, wo ich dann nachher nach Bauplan die Teile eben einzeln rauszwicke. Hier ist nochmal ein großer dabei, sieht für mich aus wie Karosseriehalter, obere oder untere Querlenker. Nochmal Karosseriehalter, vorne die Bumperhalter. Der Fahrtregler ist ein Fahrtregler, der für Tamiya-Anschluss geht. Meistens Nickel-Metall-Hydrid-Akkublöcke. Brushless-Fahrtregler, kann auch mit Brush-Motoren betrieben werden. Lasse ich aber direkt eingepackt, weil wie gesagt, bei mir kommt gleich eine Brushless-Kombo rein, die dann mit 2S-Lipo betrieben wird. Das hier vorne sieht für mich nochmal aus wie ein Stoßdämpfer. Nicht Stoßdämpfer, Entschuldigung.
Ja, Bumper. Vorne. Ihr wisst, was ich meine. Stoßstange. Danke. So. Die Motorkombo. Die Kleinteile. Schrauben, Kabelbinder, Dämpferfedern. Da die Gleitlager, die ich vorher angesprochen habe. Das sind quasi die Standardlager, die bei Tamiya meistens mitgeliefert sind. Und von mir mal direkt eben durch normale Kugellager ausgetauscht werden. Ich sehe noch ein bisschen Servotape zwischendrin, ich sehe auch noch ein bisschen Fett. Ja, muss ich dann irgendwann mal nachher aufmachen für den Differentialzusammenbau, beziehungsweise wenn ich dann an die Federn komme oder eine Schraube brauche. Die Kleinteilebeutel sind alle auch schön nummeriert, beziehungsweise mit Buchstaben versehen, das heißt A-Teilebeutel, C-Teilebeutel, B-Teilebeutel. So werdet ihr nachher auch im Bauplan wiederfinden. Das heißt, auf jeden Fall nicht alles einfach nur aufreißen, ausschütten und irgendwie schön sortieren, wie ich das vielleicht von dem Lego-Prinzip kenne, nach Farben. Aber nee, also auf jeden Fall darauf achten. Wie gesagt, im Bauplan werden immer die Part-Bags angegeben und in dem Fall nehmt ihr dann den richtigen her, den ihr benötigt. Karosserie Teil 2. Motorhaube. Ich vermute, das Ganze gibt nachher so ein Zusammenspiel zwischen dem Teil und dem Teil. Ich denke mal, das ist der untere Part. Hier oben Fahrerkabine und der Hinter- und Mittelteil, irgendwie so. Also es wird auf jeden Fall nachher irgendwie zusammenpassen. Süße kleine Reifen, Felgen, LKW-Felgen. Muss ich dazu sagen, sind meine ebenfalls ersten, das heißt auch ziemlich cool, einfach mal welche nachher in der Sammlung zu haben. Und wie gesagt, der LKW wird auf jeden Fall auch mal auf diesen Reifen fahren. Ich denke, die bieten sich eventuell nachher an, draußen auf der Straße eventuell, vielleicht nachher zu testen, beziehungsweise überhaupt auf der Indoor-Teppichbahn, da fahre ich dann eben mit meinen Profireifen, beziehungsweise den dafür geeigneten Reifen. Ob es deswegen Profireifen sind, weiß ich nicht. Aber ich beschimpfe sie einfach mal als Profireifen. Während die Stockreifen wahrscheinlich vielleicht für ein Turnier dann nachher nochmal hergenommen werden. Je nach dem Reglement. Meistens sind es die Standardreifen, die man fährt vom Bausatz. Das heißt, ich werde mir die auf jeden Fall zusammenbauen. Ich werde sie auch auf jeden Fall mal montiert haben. Ich werde sie auf jeden Fall mal fahren und ich werde sie mir bewahren, damit ich dann gegebenenfalls beim ein oder anderen Turnier auch mitfahren kann. Dazu noch passende Gummis, auch dementsprechend mit Profil, bisschen dicker, bin ich gespannt drauf. Schauen wir uns an. Die gute Chassisplatte, etwas anders, wie gesagt, wie von meinem anderen Modell. Bin auch mal gespannt, wie es sich nachher mit dem Aufbau und allem verhalten wird, aber im Großen und Ganzen einteilige Chassisplatte, so wie man es von den meisten Fahrzeugen auch kennt. Es sind nochmal zusätzliche Karosseriehalter dabei. Ich vermute aufgrund der Höhe auch der Karo, dass man da einfach ein paar längere braucht. Und noch ein Schaumstoffbumper, Antennenführungsröhrchen, wichtige Informationen zu diesem Bausatz. Der Bauplan. Sage ich auch noch gleich was dazu. Explosionszeichnung auch mit dabei. Ziemlich cool. Heißt auch hier, kann man nachher quasi die Teilenummern einsehen. Wobei das jetzt hier alles auf Japanisch ist. Mein Japanisch ist nicht sehr gut. Aber damit kann ich auf jeden Fall was anfangen. Hier ist wirklich alles nochmal im Detail beschrieben. Auch hier auf Englisch. Für mich dann wieder leichter zu verstehen. Wie Chinesisch, Japanisch, keine Ahnung. Mandarin. Ja, deswegen Explosionszeichnung, Partliste. Ziemlich coole Geschichte. Wird man auf jeden Fall mal brauchen. Also von dem her, alles gut.
So, hier haben wir noch mal eine. Ach, herrje, Herrgott, alles klar. Ich würde mal sagen, die Beschreibung, wie die Dekore nachher anzubringen sind, inklusive ein paar andere Teile, auch wie die Karo nachher zusammengeführt wird, ganz wichtiges Dokument. Das heißt, auf jeden Fall nicht wegwerfen. Ich sehe schon, das hat dann nachher ziemlich viel mit der Karosserie zu tun. Daher, ja. Gut aufbewahren. So, und noch zuletzt der Dekorbogen. Dekorbogen sind bei Tamiya generell nicht vorgeschnitten. Das heißt, sie müssen wirklich mit Skalpell feinsäuberlich ausgeschnitten werden, damit es nachher auch mit der Karosserie gut passt. Es gibt ein paar Dekorbogen und ein paar Karosserien. Da muss man jetzt nicht ganz so detailliert nachschneiden, aber ich sehe hier schon wirklich viele, viele Teile. Ich denke auch hier, wenn es vorne um den Kühlergrill geht, das sind alles Parts, die muss man nachher wirklich sehr, sehr fein ausschneiden. Ich werde sehen, wie viel generell davon in Einsatz kommt. Ich habe es ja schon mal im Fahrplanvideo angekündigt, dass ich nicht auf den Original-Nachbaudesign gehen werde. Ich habe mir ein eigenes Design überlegt. Ich kann euch schon mal was zeigen. Das passt jetzt heute ganz gut dann ins Unboxing rein. Aber ich hatte ja schon angekündigt, ich habe was Grelleres. Ich habe etwas Dunkleres. Und ich habe etwas Helles. Das heißt, ich stelle mir nachher meinen Fat Fox so vor. Details will ich noch nicht verraten. Ich bin auch noch ein bisschen unschlüssig. Mein Fahrzeug soll auf jeden Fall auffällig sein. Und ich denke, ich werde auf jeden Fall viel mit Fluorot und Weiß arbeiten. Schwarz dient natürlich nachher nochmal den Akzenten an den ein oder anderen Stellen. Und ich bin auch noch am Überlegen, ob ich vielleicht sogar noch eine zweite Farbe einbaue, also in Form einer grellen Farbe. Oder gar vielleicht sogar drei. Mal gucken, zwei oder drei, ich weiß noch nicht genau. Mal gucken, wie so das Abtapen läuft. Das ist immer quasi der Moment, wo sich das nachher entscheidet bei mir. Heißt, ich gehe nachher auf jeden Fall mit einer klaren Vision an die Sache ran, aber naja, wie es halt oft so ist, man arbeitet sich nachher durch, hat dann irgendwann mal sein Muster fertig und irgendwie ergeben sich dann die Farbzusammensetzungen von ganz alleine. Ich habe mir jetzt mal die drei Farben als Basisfarben ausgesucht. Weiß brauche ich sowieso zum Unterlegen, das heißt also auch dort habe ich schon mal eine kleine Kombination. Heißt, ich habe es einmal zum Unterlegen und werde es auf der anderen Seite noch als Lackierfarbe verwenden. Wir fahren ja bei uns auf der Heimstrecke, sage ich mal, auf schwarzem Teppich, ETS-Teppich, auch wenn ich richtig informiert bin. Und da kommen natürlich die neongelben Farben, neongrellen Farben und die weißen Farben sehr gut raus. Da brauche ich jetzt nicht vorsätzlich mit Schwarz arbeiten, weil da tue ich mir selber keinen Gefallen, indem dass ich dann beim Fahren nämlich mein Fahrzeug schlecht sehe. Also ich sehe es nicht gar nicht, aber ich sehe es auf jeden Fall mal schlechter, wie wenn ich es natürlich nachher etwas greller designt habe. So viel mal zu meiner Intuition und was ich mir dabei denke. Gut, ich wollte euch noch kurz was sagen zu den Plänen von Tamiya. Und ich sehe schon wieder, dass er hier eigentlich genau identisch aufgebaut ist Entschuldigung, wie den alten Plan, den ich schon mal zusammengebaut habe. Und natürlich, man liest sich auch bitte die Sicherheitswarnungen ordentlich durch am Anfang. Es ist auch beschrieben, was für ein Werkzeug man benötigt. Man benötigt einen Kreuzschraubenzieher in groß, in klein. Man braucht eine Pinzette, man braucht ein Skalpell oder ein Teppichmesser. Man braucht eine Zange, man braucht eine Flachzange, man braucht eine Schere und man braucht den Sekundenkleber. Auch es werden Hinweise zu den Farben gegeben, dass wir Farben brauchen, Farblöser brauchen, Pinsel, feine Pinsel, dicke Pinsel etc. Und ja, auch so ein kleiner Guide, wie, was, wo, auch Umgang mit Kindern. Dass natürlich bis zu einem bestimmten Alter auch ein Erwachsener vielleicht dabei ist, der das Ganze überwacht. Wenn ihr selber an den Plan rangeht, den besten Tipp, den ich euch geben kann, ist immer die linke Seite einer Seite.
Das heißt, auf jeder Seite befindet sich immer links ein Streifen mit Hinweisen, Teilen, den Teilenummern und den 1:1 Abmessungen. Heißt, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr die richtige Schraube MA6 habt in der Hand, dann nehmt die Schraube und legt sie auf den Plan, weil wenn es die richtige Schraube ist, hat sie genau dieselbe Abmessung, wie hier im Plan dargestellt. Das gleiche gilt für Ritzel, Madenschrauben, Motorhalter zwischen Plättchen oder die Differentialteile. Also wirklich jedes einzelne Bauteil Mitnehmer könnt ihr immer anlegen, um zu prüfen, ob es auch wirklich 100% das richtige Teil ist, wenn ihr euch nicht sicher seid. Und wie gesagt, das geht über jede Seite. Natürlich die Chassisplatte, die ist jetzt nicht 1:1 abgebildet. Die gibt es auch nur einmal, da kann man jetzt nicht so viel fehlgreifen. Aber ansonsten wirklich die Knochen, Antriebsknochen, Antriebswellen, Pivot Balls, Lager, Gleitlager etc. sind 1:1 angezeichnet. Deswegen nachschauen, kann nur helfen. Ansonsten war es das schon, was in der Box alles drin ist. Wie gesagt, die Elektronik zu dem Fahrzeug habe ich hier schon im Regal liegen. Ich werde mich jetzt auch hinsetzen und werde anfangen. Habe jetzt euch noch kurz das Unboxing gemacht, damit die, die es noch nicht gesehen haben, jetzt vielleicht über mich noch sehen. Oder die, die es gar noch sehen möchten oder nicht sehen wollten, doch jetzt gesehen haben. Ja, das Fahrzeug ist auf jeden Fall schon ein paar Tage älter. Ist jetzt nicht unbedingt neu. Daher, glaube ich, wird es auch in der Community schon sehr, sehr weit verbreitet betrachtet sein. Aber ich wollte einen LKW. Ich habe mich für den Typ, für diese Karo, für den Stil entschieden. Wir füttern schließlich den Kanal, um euch zu unterhalten. Das heißt, auch hier wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Und als nächstes kommt quasi Aufbau Teil 1 vom TT01E, Marke Tamiya, Karosserie Bugira von Waxxes RC TV.